Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei mir Cypher Squad LP und meinem Let's Play zu Super Mario Bros. Wie ja, in der letzten Folge haben wir Morton Cooper Jr. besiegt und ihr hört schon an der, wie ich finde, epischen Musik. Wir haben mittlerweile die Wolkenzone erreicht. Komischerweise ist die siebte Welt, ich würde wieder Level sagen, immer irgendwas mit Wolken. So was zumindest in der Art. Okay, so, Luftschiff. Die zweite. Ich bin ja gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ah, und mein Freund, die Maulwürfe. Geht weg. So. Okay. Ah, das war jetzt natürlich total clever von mir. Habe ich exzellent gelöst. Okay, so. Maulwurf ist weg. Gut, da ist noch die erste Stämme drin. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Zack, okay. Gut, beeilen. Hilft. Alles klar. So, jetzt geht's nach unten. Wie gesagt, eine Sternmünze haben wir. Da ist noch eine Röhre. Und da gehen wir auch gleich mal rein. Und ich sehe, okay, rollende. Also so rollen. Kein Problem. Solange sie nicht zu klein sind. Aber auch das geht. Gut, zweite Sternmünze. Alles recht locker flockig bis jetzt. Luftschiffe sind, ja. Ganz lustig. Und Midway Point sagt mir, zwei Sternenmünzen safe. Da springe ich mal lieber. Und Rotmünzen schaffe ich auch. Und da kommt eine Eisblume, die ich übrigens sehr, 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 sehr gern mag. Wunderbar. Und wie es der Zufall will, finde ich natürlich auch die dritte Sternmünze. Alles in allem also recht einfach. Man muss ein bisschen schnell sein, beziehungsweise man muss die Kisten einfach kaputt machen. Und ich verpacke sie gerade mal. Und dann ist das alles kein Problem. Den weiche ich jetzt lieber aus, anstatt ich die Münzen haben will. Warum ich die haben will, keine Ahnung. Ich habe eh schon 99 Leben. Mach's gut. Micha Koopa. So, eine Eisblume. Und Micha Koopa verabschiedet sich und ich mich auch von meiner Eisblume. Böser Maulwurf! Mach mal so auf. Okay, dürften wir aber trotzdem, glaube ich, schaffen. Ah ja. Und sein Blumenhelikopter sieht etwas ramponiert aus. Mach ich das? Ach so, muss ich von unten an ihn dran? Ach so, na, okay. Ich bin ja auch blöd. So geht das. Okay. Ich muss das mit dem Steuerkreuz machen. Sag mir das doch mal einer. Okay. Schadenfreude hält sich natürlich extremst bei mir in Grenzen, wie man merkt. Aber da hat er sich einfach selber in das Elektrofeld, ja, geschossen. Fand ich jetzt irgendwie lustig. Ja, Schadenfreude ist die schönste Freude. So, okay. Und mein absoluter Lieblings-Kooperling betritt die Bühne. Ihr erkennt's an der Frisur, ihr erkennt's an diesem Schneidenblick. Es ist Ludwig van Cooper. Let's go.
Und wir starten mit Level 1 von Welt 7. Und ich muss ja sagen, wenn es eins gibt, was ich liebe, dann ist es Ludwig van Koopa. Ich finde diesen Koopaling einfach nur genial. Zumal er auch meistens der schwerste ist. Und der letzte, glaube ich. Vor Bowser. So, und wir haben eine weitere Sky-Welt. Also, beziehungsweise sind jetzt alles irgendwo Sky-Welten wahrscheinlich. Aber... Da-da-da. Das tut ja keinem Abbruch. So, komme ich hier irgendwo rein? Nein. 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 Überall komme ich nicht rein. Okay. Wow, das war... Seid vorsichtig, wenn ihr Schrägen stampfen wollt. Aber das muss ich wahrscheinlich euch nicht sagen, sondern ich muss es am besten mir noch einmal sagen. So, war er nicht irgendwie noch Münzen oder nicht? Der Münze? Nee, die kommt da hinten. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie ich drin komme. Ja, alles klar. Bap, bap, da, 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 da. Kommen wir irgendwo rein? Nein. Das ist das Problem mit den Welten mit den vielen Röhren. Hier kommt man rein. Das hat man jetzt irgendwie gesehen. Fand ich. So, okay. Upsala. So, wieder rüber. Die Münzen lasse ich jetzt einfach links liegen. Und dann hoffe ich auf... Zweite Sternmünze. Nein. Helipilz. Helipilz ist gut. Helipilz macht froh. Doch, die zweite Sternmünze. Ganz am Ende. Geschickt. Geschickt, geschickt spielen. So, aber hat nichts geholfen. Wir haben sie trotzdem gefunden. Und hier. Okay. Es dreht sich komplett. Alles klar. Kein Problem. Da, da. Ich liebe die Musik. Abgöttisch. Jubla. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken. Oh, das wird knapp. Okay, dritte Sternmünze. Alles kein Problem. Und ich glaube, dass das Level jetzt auch schon zu Ende. Ja, alles in allem. Gar nicht so schlecht. Okay. So. Was sagt mir denn meine Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch massig Zeit. Irgendwie verpeile ich das manchmal ein bisschen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Aber so schlimm dürfte das ja auch nicht sein. So, Tothaus. Und zack. Ich bin gespannt, was wir für Items kriegen werden. Das letzte Mal lief ja ganz gut. Da habe ich erst irgendwie recht spät Bowser Junior aufgedeckt. Und diesmal... immerhin als zweites Bowser. Das ist... Okay, das ist Rekord. Ich habe gar nichts gekriegt. Es ist ein leeres Tothaus. Ich hätte mich zumindest über den Helipilz gefreut. Irgendwie... Davon haben wir nämlich nur noch einen. Wir haben nur noch einen Pinguin. Oder hatten überhaupt jemals nur einen Pinguin. Aber es macht ja alles nichts. So, Level 2. Und dann... und Kettenhunde. Okay. Und Wasserblasen. Oh. Okay. Und wahrscheinlich hätte ich ihn da rechts jochen müssen. Vermute ich jetzt einfach mal... So, ich behalte den Helipilz. Oh, was war das denn? Das war nicht gut. So, okay. Wasserblasen.
Jupsa. Ah, das Problem bei den Leveln sehe ich jetzt wieder, dass ich irgendwas leichtfertig übersehe. Okay. Na. Unfair. Unfair, unfair, unfair. Na, wie soll ich denn? Na, Prostmahlzeit. Hab ich mir das jetzt noch? Doch, ich hab's mir im Prinzip verbaut. Schnell. Hui. So, hier muss ja eigentlich irgendwas unten sein. Ansonsten würden nicht diese zwei Stufen da sein. So, okay, das ist die erste. Und ein Midway Point. Hui, okay. Und Kettenhunde überall. Nicht. Kettenhunde mag ich eigentlich. Besonders im Mario Bros. Eigentlich. Und in Mario Kart. In Double Dash hatten ja das Baby Mario und Baby Luigi als Special Item. Wäre auch eine Idee, ein Let's Play Super Mario Kart Wii zu machen. Meine Gamecube ist leider kaputt gegangen, deswegen kann ich leider nicht. Sag schon. Double Dash machen, was ich sehr schade finde, dass es mein Lieblings-Mario Kart-Teil ist. Aber ja, ich habe irgendwie kein Geld jetzt momentan, um mir einen neuen Gamecube zu kaufen. Und das war die dritte. Hä? Was zum... Das war die dritte? Wie kann das sein? Moment. Nee. Okay. Gut, bevor ich mich jetzt hier in den Tod stürze, beenden wir das Level lieber. Und ich sammle sie später ein. Kein Problem. Hep, hep, hep. Gut. Wo könnte da die zweite sein? Komisch. Bestimmt irgendwas mit einem Kettenhund machen vielleicht, der dann irgendwas durchbricht. Habe ich zumindest die Vermutung. Okay, aber ein Level schaffen wir noch. Oder will ich jetzt zumindest noch in den Part reinmachen? Und Fuzzies! Ach, Fuzzy. Und den Pilz. Sehr gut. Okay, jups, da. So, wir räumen mal hier ein bisschen auf. Zack, galopp. Und die Fuzzies turnen einfach mal so auf ihren Sommerrudelbahnen rum. Nein. Okay, aber die Sternminze habe ich. Alles klar. Alles gut. Und der Fuzzy mag in die Richtung. War mir sowas von klar. Und zwei Fuzzies. Lass mich raten, jetzt kommen drei Fuzzies. Okay, so, kurz konzentriert. Und da ist wieder ein Hinipunkt. Gut! Ah! Moment! Moment! Keine Sternmünze. Jetzt hätte ich schon beinahe gedacht. Ich wünsche mir Yoshi. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt wünsche ich mir noch mehr Yoshi. Okay. Schön drehen, 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 drehen. Ist da unten vielleicht irgendwas? Ich hoffe. Ah, okay. Ba, ba,
Nein. Ach, Menno. So, wieder Fuzzies. Und da ist noch eine Sternmünze. Ba, ba. Die möchte ich gerne haben. Ben, oh, das ist... Ja. Okay, würde ich sagen. Ja. Lief jetzt irgendwie nicht so gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da mache ich dann weiter. War jetzt leider nur Zeit für einen Versuch in dem Part. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, hoffe ich, beim Let's Play zu Super Mario Bros. Wii mit mir, Cypher Squad LP. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.